Das Verfolgerduell in der Kreisklasse 7. Der Tabellenzweite Teutonia 10 empfängt den 8 Punkte dahinterliegenden Kosmos Wedel. Als bester Tabellenzweiter aufsteigen, das Ziel für die Teutonen ist klar. Die Gäste aus Wedel möchten bestes Rückrundenteam bleiben. Großen Anteil daran trägt Felix Manuel Mühlich. Der Stürmer ist mit 26 Toren aktuell der Knipser in der Kreisliga 7. Den besseren Start erwischen die von rechts nach links kickenden Gäste. Lennart Wulff hat im Strafraum das Auge clever abgelegt und da ist das erste Mal Felix Manuel Mühlich. Klasse pariert vom 21-jährigen Marius Müller. Befreiungsschlag Teutonia, aber Wedel setzt nach. Maximilian Wichern hat viel Platz auf seiner Seite. Wieder heißt der Sieger Marius Müller. Der Freistoß von Felix Manuel Mühlich ist kein Problem für Keeper Müller. Und Achtung, jetzt geht es schnell. Toller, langer Ball. Wedels Torwart Tobias Hein nimmt kalten Max Meyer-Dirks aus dem Spiel. Nicht aber den Ball. Emre Enes Karagül schnappt sich die Kugel. 1:0 Teutonia. Die Führung aus dem Nichts. Bei 25 Grad schlagen die Teutonen eiskalt zu. Podolski und Co. lassen den Galatasaray-Fan aktuell nicht so oft jubeln. Der SC Teutonia feiert dafür das 9. Saisontor von Emre Karagül. Die Teutonen spielen auf einmal Fußball. Nur einen Angriff später geht es wieder schnell, wieder über links und wieder liegt der Ball im Tornetz. Doppelschlag SC Teutonia. Der flinke Carlton Max Meyer-Dirks mit seinem 16. Saisontreffer. Wie immer unglaublich cool vom Tor, genau wie sein Idol Cristiano Ronaldo. Wedel sucht die schnelle Antwort. Die Flanke findet zunächst keinen Abnehmer, dann Joe Lorenzo Kedelt. Und das Auge für, na klar, Felix Manuel Mühlich. Dem Rechtsfuß fehlt aber das Glück im Abschluss. Kosmos Wedel beißt sich wieder in die Partie und Teutonia, die zelebrieren Tempofußball. Eray Çakır mit genialer Übersicht für Michaele Krüger. 3:0. Ist das bitter für Wedel. Im zweiten Jahr für den SC Teutonia startet der 21-Jährige richtig durch, bereits sein 13. Saisontor. Kosmos Wedel will nur noch irgendwie in die Halbzeit kommen, Teutonia wie im Rausch. Linus Michael Klaassen tankt sich in den Strafraum. Tolle Übersicht für Michaele Krüger. Was für ein Spiel. Neben dem Platz hilft er seiner Mutter in ihrem Restaurant. Auf dem Platz lässt er sich lieber füttern. 14. Saisontor. Die zweite Hälfte geht los, wie die erste endete. Frederik Ferter mit dem Ballverlust. Eray Çakır bekommt maximal Begleitschutz und zeigt ganz feine Technik. Allerdings schlampig im Abschluss. Dann wird es skurril. Tobias Hein muss beim Rückpass die Hände zur Hilfe nehmen. Indirekter Freistoß, die richtige Entscheidung. 6 Meter Torentfernung, wie gemacht für Michaele Krüger. Teutonia erhöht auf 5:0. Was für eine Gala. Für Krüger ist es das 11. Tor in den letzten 5 Spielen. Überragend. Wir springen in die Schlussphase. Wedel nähert sich tatsächlich nochmal dem Tor der Teutonen. Felix Mühlich mit toller Ballbehauptung. Schöner Pass auf Lutz Willi Lieberts. Der Ehrentreffer. Der eingewechselte Lutz Lieberts mit seinem ersten Spiel für die Herrenmannschaft. Eigentlich spielt der Abiturient nämlich noch in der A-Jugend. Genial vorbereitet, auch vom ansonsten glücklosen Felix Manuel Mühlich. Wedels Top-Torjäger hat auch selbst noch eine klasse Torchance, ist aber mal wieder nur zweiter Sieger. Für den angehenden Immobilienkaufmann bleibt die Hütte vom SC Teutonia wie zugemauert. Dann ist Kosmos Wedel erlöst. Am Ende ist der Gast mit dem 5:1 sogar noch ganz gut bedient. Der SC Teutonia festigt mit fantastischem Tempofußball den zweiten Platz und darf vom Aufstieg träumen.